Ich bin der schlechteste Freund der Weltgeschichte. Bad Friend Achievement. Einer der herzlosesten Menschen, denen wir je begegnet sind. Das geht etwas zu weit. Wir reden hier ja nicht über Attila, den Hun oder Mutter Teresa. Die Frau war das personifizierte Böse. Ich hoffe, dass unsere Beziehung gefestigter ist, nachdem ich euch meinen besten Freund zum Fraß vorgeworfen habe. Ich dachte, du wolltest nur die Welt retten. Ja, genau das. Also was ist jetzt mit dem uralten Geheimnis, das alles wieder ins Lot bringt? Ich meine, ich habe ja meinen Teil eingehalten. Nicht so schnell, Junge. Es könnte immer noch schlimmer werden. Ach, kommt schon. Wie soll's denn noch schlimmer werden? Wie sieht's mit den Krabblern aus? Den was? Den Krabblern aus der Tiefe. Die Dinger sind echt unangenehm. Was ist mit denen? Was mit denen ist? Tja, du wirst Tausende von ihnen töten müssen, wenn du die Welt retten willst. Oh, was meinst du mit töten? Töten, killen, exterminieren. Nenn's, wie du willst, aber du musst all deine Erfahrung, Waffen und Munition einsetzen, die du während deines Abenteuers gesammelt hast, wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst. Krabbler kennen keine Gnade. Waffen? Und noch eins. Wenn du noch EXP-Punkte hast, solltest du sie jetzt einsetzen. Was? Übrigens, wenn ich du wäre, würde ich Auto-Target aktivieren. Die Teile sind echt flink. Was? Es reicht jetzt. Wovon zum Geier redet ihr? Halt die Klappe, Hungersnot. Na klar hat er die Socke mitgenommen. Wer wäre denn auch so blöd und würde die liegen lassen? No. Was für eine Socke? Um den zukünftigen Fortbestand der Zivilisation willen. Sag, dass du die Socke unter deinem Bett eingesammelt hast. Unter meinem Bett war eine Socke? Ja, dann verabschiede dich mal von deiner Existenz. Ich wollte sie immer mitnehmen. Ohne Socke geht immer gar nichts. Wenn die so wichtig ist, warum kann ich sie nicht einfach jetzt noch holen? Jetzt ist zu spät. Keine Zeit mehr. Ja, der Mensch ist ganz schön blöde. Das wissen wir doch schon. Aber was haben denn die ganzen Krabbler mit meinen Socken zu tun? Alles ist mit allem verbunden. Hast du nie Butterfly-Effekt gesehen? Wenn du die Socke mitgenommen hättest, hätten die Krabbler die Stadt übernommen. Kannst du dir das vorstellen? Du würdest mit einem Sturmgewehr, mit Granatwerfer und Kettensäge rumlaufen. Und du hättest Double-Jump-Skills. Double-Jump? Ja, Double-Jump. Und Deckung in der Wand. Und wofür bräuchte ich diese unglaublichen Skills? Hast du nicht zugehört? Um mit den verdammten Krabblern fertig zu werden. Ja, aber ich habe die Socke nicht mitgenommen. Also, was passiert jetzt? Wir haben's ja gesagt. Ohne Socke besteht keine Hoffnung. Aber es gibt auch keine Krabbler, oder? Genau. Tja, dann, Problem gelöst. Randall 1, Krabbler 0. So einfach ist das nicht. Du hast die einzige Chance verpasst, aus diesem Adventure mehr zu machen, als einfach rumzulaufen, mit Leuten zu reden und Sachen zu klauen. Ich rede von Kriegsmaschinerie, von der Attacke aus dem Schützenloch in dem Hagel von Geschossen, vom Drücken des Abzugs, bis der Finger abfällt. Also quasi alles, was das Herz begehrt. Okay. Gut, ich hab die Scheißsocke aber nicht mitgenommen. Schade, dass ich jetzt die Krabbler verpasse. Können wir uns jetzt wieder um das Wesentliche kümmern, ja? Die Welt geht zur Hölle und mir ist gerade nicht nach Waffen abfeuern und rumspringen und so einer Scheiße. Double Jump! Wie auch immer. Okay, das reicht jetzt. Wir haben dem Jungen unser Wort gegeben. Jetzt müssen wir es auch halten. Aber wenn der Boss das rausfindet, rüstet sie unsere Eier. Die hat uns eh schon am Arsch. Was denkst du, Hungersnot? Stimmt. Dann sind wir uns alle einig. Also, was jetzt? Geh mal ein Stück zurück. Wir öffnen das Portal. Wir sollten das Portal nur in extremen Notfällen benutzen. Also sei vorsichtig, Mister. Da rein! Ihr glaubt, dass ich da reingehe? Auf keinen Fall. Da werde ich sicher desintegriert oder so. Habt ihr nicht auch noch mehr Hunger? Dieser Freund von ihm war ja nicht mehr als Haut und Knochen. Okay, okay, ich gehe ja schon.
Ich glaub's nicht. Ich bin noch ganz. Randall Hicks, ehemaliger Zeitsklave, im Moment interdimensionaler blinder Passagier und ab sofort Raumzeitgestrandeter. Was? Was ist hier alles los? Alles hat ein Vorher und ein Nachher. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Unsere Geschichte, so wie viele andere Dinge auch, endet genau da, wo sie begann. Entschuldigung, was ist heute für ein Tag? Heute ist der Tag, an dem du eine zweite Chance erhältst. Die Chance, nach der du dich so lange gesehnt hast und für die du gekämpft hast. Der Ort? Eine Bar. Der Tag? Sonntag. Die Zeit etwas früher, als diese Geschichte ihren Anfang nahm. Wow, Sie wissen ja offensichtlich, wovon Sie reden. Wer sind Sie denn, wenn man fragen darf? Niemand von Belang. Nur ein Bühnenarbeiter im Schatten. Jemand, der sich hinter den Kulissen wohler fühlt. Ein Dramaturg, der seine Zeit an der Tastatur verbringt. Ich bin der Erzähler. Aber du kannst mich Rod nennen, wenn du willst. Wissen Sie, Rod, Sie erinnern mich an diesen obdachlosen Stalker. Der fuhr auch so aufs Mystische ab. Aber dann haben wir uns zerstritten. Obwohl, so unter uns? Ich weiß nicht, ob es an dem Anzug oder an der Zigarre liegt. Aber ihr zwei seid echt nicht vergleichbar. Sie sind mir so der klassische, elegante Typ. Absolut. Danke, Randall Hicks. Nun erfülle deine Bestimmung. Und hier, nimm das. Das wird dir nützlich sein, egal wo du hingehst. Das war's? Lol, Fatscha. Was für eine geile Erfindung. Was? Alles und dann? Kann ich jetzt weggehen? Aber ich kann hier nicht wieder abhauen. Ich könnte in Clarence Bar gehen. Oder McClarence gehen. Leute! Er ist weg. Lull. Fass ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part, die Aufnahmesession. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu der wahrscheinlich letzten Aufnahmesession von Let's Play Randall's Monday. Wir gehen ins Claydon's Cave. Bin mal gespannt, ob wir in der Vergangenheit sind. Okay. Sind wir. Da ist mein anderes Ich. Wäre wohl besser, wenn der mich nicht erkennt. Ich glaube, ein Selbstgespräch wäre wohl jetzt das Vernünftigste. So komisch das klingen mag. Guten Abend, der Herr. Ich hätte da ein paar Fragen, wenn es keine Umstände macht. Oi, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur mein anderes Ich davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, Metz Ring zu behalten und... Das geht nicht. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Selbstgespräche sind hier keine Option, okay? Da könntest du mal wieder das Raum-Zeit-Kontinuum aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist zu riskant. Eine falsche Aktion und bumm! China dem Erdboden gleichgemacht. Ja, das passierte 54 schon mal. Wisst ihr noch? Ja, ich erinnere mich. Und du weißt auch noch, was wir durchmachen mussten, um alles wieder gerade zu biegen. Deswegen lassen wir nicht zu, dass sowas nochmal passiert. Aber gar nichts, Junge. Du kannst mit dir selbst nicht interagieren. Du musst einen anderen Weg finden, deinen Doppelgänger loszuwerden. Und weißt du was? Den Schnauzbart solltest du auch dran lassen. Er hat recht. Gib dich einfach als jemand anders aus. Zwei Randalls an ein und demselben Ort könnte verdächtig wirken. In Ordnung. Ja, vielleicht. Das bin ich. Ich meine, das ist er. Aber er ist ich. Verstehst du? Ja. Moment mal. Wenn ich jetzt wieder ganz am Anfang stehe, wieso ist dann Elaine immer noch so heiß? Hoffentlich bleibt sie für immer so. Haha. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Entschuldigung, kennen wir uns? Tja. Ich kenne dich aus meinen Träumen. Ist die Sonne gerade aufgegangen oder ist es nur dein Lächeln?
Kann ich dein Telefon mal benutzen? Ich muss meiner Mutter erzählen, dass ich die Frau meiner Träume gefunden habe. Ich weiß nicht, wohin es mich verschlägt, aber ich möchte gerne mit dir dorthin gehen. Das ist noch... Ich möchte gerne mit dir dorthin gehen. Mal im Ernst. Ich würde mit dir nicht mal einen Lottogewinn abholen gehen. Das war fies, aber gut gekontert. Danke. Willst du was bestellen? Oder starrst du nur weiter auf meine Brüste? Oh, tut mir leid. Aber ich dachte eigentlich, dass deine Brüste mich anstarren. Ja, der war gut. Also, nenn mich misstrauisch. Aber du siehst aus, als kämst du gerade aus dem Knast. Was? Auf keinen Fall. Sicher? Tja, wenn du einen Drink willst, zeig mir mal dein Bares. Mein Bares? Ich wusste es. Sieht das hier für dich wie die Wohlfahrt aus? Tja, nee, dann wären hier sicher viel mehr Kinder drin. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen, ich schäme mich sehr. Kann ich wieder Bier haben? Ich weiß, es gibt nichts an, aber der Typ erzählt Sachen über dich. Mach dir mal viel Sorgen. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Ich schäme mich sehr. Ach, jetzt kommt also die sensible Nummer, ja? Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich will mich wirklich entschuldigen. Ich bin da wohl etwas zu weit gegangen. Okay, Entschuldigung angenommen. Jetzt lass mich allein, ich habe Besseres zu tun. Ja, klar. Kann ich bitte ein Bier haben? Ach, geht das schon wieder los? Hast du Geld? Tja, Kein Geld, kein Alk. So läuft das in der Bar. Und jetzt raus. Ich weiß, das geht mir nichts an, aber der Typ erzählt Sachen über dich. Wer? Na, dieser Wichser da in der Bar. Randall? Und was genau hat er gesagt? Tja. Dein Körper sei sei ein Märchenland und er hätte schon alle Gipfel erklommen, zweimal. Er sagt, dass ihr zwischen 3 Jahre eine geheime Affäre habt. Er sagt, dass er es dich wild macht, wenn man deinem Ohrläppchen knabbert. Er sagt, ihr zwei habt eine magische Nacht in der Hütte seines Onkels miteinander verbracht. Das ist am gemeinsten, glaube ich. Er sagte, dein Körper sei ein Märchenland und er hätte schon alle Gipfel erklommen. Zweimal. Er hat was gesagt? Ja, ich habe nicht nach mehr Details gefragt, weil ich ja kein Perversling bin, aber wer weiß, was der sonst noch alles rumerzählt. Entschuldige mich mal kurz. Was ist denn bei dir kaputt, Randall? Hey, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich weiß, was du rumerzählst. Was? Dass Sharknado gar nicht so schlecht ist, wie die meisten glauben? Hör zu, Gott. Du hast schon so einiges abgezogen, seit ich dich kenne. Und ich habe immer ein Auge zugedrückt. Aber diesmal hast du es zu weit getrieben, Randall. Ich weiß nicht, wovon du überhaupt redest. Was habe ich gemacht? Na, du läufst rum und erzählst Leuten, wir wären zusammen. Was? Du hast schon richtig verstanden. Ich habe es gerade erfahren und ich find's nicht witzig. Willst du dir ein lebenslanges Lokalverbot einhandeln oder was? Ich weiß nicht, wo du das her hast, aber ich erzähle schon nicht mehr, dass wir zusammen sind, seit du mir den Drink spendiert hast. Du weißt schon, der sich dann als Batteriesäure rausgestellt hat. Ich hoffe, du lügst mich nicht an. Elaine, ich schwöre. Das muss ein Missverständnis sein. Okay, dann ist ja gut. Oh. Auf keinen Fall. Die hat... Okay. Really? Mein Geldbeutel. Kann ich bitte ein Bier haben? Ich sagte bereits, kein Geld, kein Alk. Ich habe gerade zufällig meinen Geldbeutel gefunden. Okay, ein Bier also. Ja, aber nicht für mich, sondern den Gentleman an der Bar. Randall? Ja, ich hatte den verwechselt, als ich sagte, der hat über dich geredet. Jetzt will ich mich bei ihm entschuldigen. Mach ihm doch bitte ein großes, ja? Wie auch immer, ist ja dein Geld. Ja. Für mich? Von dem Typen mit dem falschen Bart. Hey, zu einem Freibier sage ich nie nein. Hoffe bloß, dass der nicht irgendwelche Gefallen im Gegenzug verlangt, wenn du verstehst. Von dem Typen mit dem falschen Bart. Alles klar. Super, den bin ich los. Jetzt muss ich nur noch seinen Platz einnehmen und auf Matt und Sally warten. Ich muss alles tun, um die Vergangenheit zu verändern. Schritt 1, Matt davon abhalten, sich zu betrinken. Schritt 2, ein Date mit Elena schleichen. Schritt 3... Hey, du, was hast du vor? Ich? Nichts. Bist ein schlechter Lügner, Kumpel. Glaubst du, ich könnte in diese wunderschönen Augen blicken und einfach skrupellos lügen?
Das würde ich nicht fertigbringen. Ach wirklich? Meine Augen sind circa 20 Zentimeter weiter oben. Entschuldigung. Kann nichts dagegen machen. Nein! Oh, er ist wieder da. Verdammt. Verdammt. Verdammt, er ist schon zurück. Ich muss ihn etwas länger in der Toilette festhalten. Ah. Er sieht aus wie... Achso. Wisst ihr nicht, was ich sagen soll? Gelandet. Ich komme nicht ran. Nein. Das ist Pater... Was geht, Padre? Immer eine echte Stimmungskanone, hä? Es ist der gleiche Text wie damals, als Randall noch besoffen war. Echt jetzt? Nicht jetzt. Echt jetzt? Ich stürme. Mal... Boah. Großer Kritikpunkt. Charlie? Das ist Charlie. Ja, yeah, okay. Was ist los, Charlie? Hast du gerade erfahren, dass Alf in Wirklichkeit ein Zwerg in einem Kostüm war? Wer zum Geier bist du? Lass mich in Ruhe. Was ist denn los mit dir? Kennst du deinen alten Freund Randall nicht mehr? Und warum bist du so komisch rausgeputzt? Du siehst wie Joaquin Phoenix in Her aus. Egal. Das hier ist ernst, okay? Ich bin so dicht und so sauer. Ich flipp gleich aus. Mal langsam, Kumpel. Du machst einem ja Angst. Was ist denn passiert? Diese Wonder Comics Bastarde. Die haben Captain Red abgesetzt. Nach 35 Jahren. Weiß gar nicht, was die geritten hat. Er ist der beste Superheld aller Zeiten. Ja, weiß nicht. Ich fand ihn immer irgendwie lahm. Was? Hat mir nie eingeleuchtet, wie der seine Superkräfte erlangt hat. Ein radioaktives Fass in einem Paintball-Match. Ich meine, geht's noch? Aber mir gefiel Mooseman. Du weißt schon, der Typ, der Schokoladenmus aus seinen Händen verschoss. Mooseman, oder? Der war cool. Ja, eine geile Ära. Mit das Beste von Mr. Miller. Puh. Wenn ich den Typen erwische, der das zu verantworten hat, dann quetsche ich eigenhändig langsam das Leben aus ihm raus. Tja, euch Fans muss man aber auch die Schuld geben. Ich meine, ihr habt nicht gerade hinter ihm gestanden. Das waren nicht seine echten Fans. Die Typen sind erst eingestiegen, als vor 2 Jahren der Film rauskam. Aber jetzt, wo der Neuheitsfaktor weggefallen ist, mögen sie plötzlich Captain Red nicht mehr. Ich hasse diese Parasiten. So ist halt das Leben, Charlie. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Für alles. Ach, Bullshit. Es gibt Sendungen, die laufen schon seit 70 Jahren. Ja, die sind aber auch gut. Jeden Tag sterben Leute, Randall. Erzähl das mal, Matt. Hast du heute Abend irgendwas Irres vor? Was versteht ein Randall Hicks unter Irre? Ein Waisenhaus niederbrennen? Ein Zeppelin hochjagen? Hey, das mit dem Zeppelin war Matts Idee. Außerdem hatten die das verdient. Der Zeppelin hat uns die ganze Zeit provoziert. Alles klar. Ich will in meinem Schmerz alleine sein. Also, wenn's dir nichts ausmacht. Warum schreibst du nicht einfach an Wonder Comics? Du hattest doch eine Menge Ideen, wie es weitergehen könnte, oder? Glaubst du, ich hab das nicht schon längst versucht? Ich hab meine Ideen schon jahrelang eingebracht und die haben nicht eine einzige davon verwendet. Ach, echt? Was ist mit der, wo die Typen Captain Red entführen und ihn einer Geschlechtsumwandlung unterziehen? Die Story hast du mir im College erzählt und ich fand die echt cool. Ja, die schrieben mir zurück, dass das Skript nicht richtig zu Captain Red passte. Zu viel explizite Bilder, meinten die. Glaubst du das? Captain Red ist für Erwachsene, wo es auch mal um Erwachsenenkram geht. Das ist doch kein Garfield-Comic. Ja, dann sind sie wirklich selbst schuld. Absolut. Okay. Dann lass ich dich mal mit deinem Schmerz allein. Gute Entscheidung, glaub mir. Ich bin heute gefährlich drauf. Das klang etwas... naja. Hau ab! Die lass ich lieber auf. Da muss man Münzen... Okay. Die lass ich lieber... Mir ist gerade... So, was ist, wenn ich Randy jetzt nochmal irgendwie hochbringe? Stell doch diesem Randy noch ein Bier von mir hin, ja? Klar, solange du zahlst.
So. Und jetzt?